Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SMYP von Show Me Your Pack. Und es ist tatsächlich schon eine Weile her, seit die letzte Episode erschienen ist. Das lag daran, dass ich ganz ehrlich in der Zeit, als SMYP und Texture Maker ziemlich häufig kam, sich mein Channel so ein bisschen zu sehr in Richtung Texture Pack entwickelt hatte. Und das wollte ich halt auch nicht, dass mein Channel sich halt nur auf Texture Packs beschränkt. Aber jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Bock. Und für die Leute, die den Inhalt dieser Serie nicht kennen, an sich ist das Prinzip schon ziemlich simpel. Ihr sendet mir einfach Packs ein und ich show sie dann. Also deswegen auch Show Me Your Pack. Nur das Ding, wie ihr mir die Packs bis jetzt immer eingereicht habt, hat sich jetzt ein wenig geändert. Das war ja vorher per E-Mail ein bisschen, ja, schon blöd gelöst. Und da habe ich mir kompetente Hilfe geben lassen. Und zwar sollten die ein oder anderen ja die Resource Packs 24 Seite von Patrick kennen. Und ich habe mir gedacht, warum kann man nicht diese Seite mit der Serie verknüpfen? Dass ihr einfach simpel die Packs auf dieser Seite hochladet und ich mir dann einfach angucken kann. Und das Ding ist, es gibt dafür extra eine SMYP-Section auf der Seite und an sich gefällt mir die Seite sowieso ziemlich gut, weil dort sind einfach viele Packs, man kann sozusagen easy seine Packs hochladen und halt auch Leuten zeigen, weil man halt selbst keine so große Reichweite hat. Und irgendwie die Community ist auch echt gechillt da, deswegen guckt da gerne mal vorbei und wenn ihr mir ein Pack einsenden möchtet, was ihr in der Serie bewertet haben wollt, dann könnt ihr da einfach eins hochladen. Aber ich würde mal einfach sagen, heute zeige ich euch zwei meiner sozusagen Lieblingspacks, die ich auf Resource Packs 24 gefunden habe. Ich habe jetzt nicht alle angeguckt, aber das sind zwei Packs, die mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt damit an. Du bist so zickzack. Und das erste Pack ist das Green Pack V3 von Proxy bzw. von Huanson. Und ihn kenne ich auch schon ziemlich lange und er hat schon ziemlich coole Packs gemacht. Dass das Green Pack heißt, ist irgendwie so eine Art Insider, weil hier auch so steht, still colorblind. Aber ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Pack, finde ich. Das ist ein 16x16 Edit. Und wenn man schon mal so den ersten Blick drauf wendet, dann sieht man auch schon, dass sich das Ganze auf den Red Theme bewegt und ich finde schon allein überhaupt die Icons und Hotbar und so weiter mega cool, passt alles super zusammen. Die Herzen haben einen schönen kleinen Shade und die Schwerter sehen auch mega cool aus. Es sind halt nur normale 16x16 Schwerter, aber trotzdem voll cool. Ich finde die Hände ziemlich nice. Ist halt auch ganz nice, wenn du ein bisschen Block hittest und so weiter. Passt alles super zusammen. Mir gefällt auch die Hotbar, dass sie so eine dünnen Konturen hat. Finde ich immer besser, als wenn es so eine dicken Dinger sind. FNS, Rod und Bow, alles so in einem Stil, auch Lowfire und sieht echt ziemlich nice aus. So, ich muss mal ganz kurz Sharpness machen. Sharpness. So, okay, kommen wir mal direkt zu den Particulos. Nice. Das sind so eine roten Kreise. Ich habe nur gelesen, bei SMYP wurde so ein bisschen geschrieben, ja, das sehen aus wie Hakenkreuze oder so, aber das sind auch, wenn es Hakenkreuze sein sollten, also was ich halt bezweifle, sind sie auch auf keinen Fall. Sind die auch, wenn sowieso, in der falschen Richtung. Was ich auch gut finde an dem Fake sind, dass er so viele Items verändert hat. Zum Beispiel hier die Enderpearl, Apfel und den anderen ganzen Kram. Und ich habe mir extra noch den Kürbis reingeholt, weil ich den halt... Es ist einfach behindert, aber ich finde es irgendwie lustig. So, was mich nur stört, ist der Chest-Sound, den er eingefügt hat, aber den kann man halt easy auch entfernen. Ansonsten hat er auch hier noch das Essen komplett verändert und die ganzen anderen Tools auch. Echt cool. GUI. Sieht auch cool aus hier mit diesem schwarzen Auswahlzeug. Und das Inventory halt auch noch passend dazu. Die Rüstung hat auch noch so einen clean, smooth-Effekt. Finde ich auch ziemlich cool. Und was mir auch richtig gut gefällt an dem Pack sind die Blöcke. Also die Blöcke hat er echt cool verändert. Zum Beispiel das Gras mit dem Dirt finde ich voll cool. Holzblöcke auch. Genauso wie die Erze und auch die Logs. Finde ich echt cool. Also Proxy, hast wirklich ein richtig geiles Pack gemacht. Das ist auch so ein Pack, mit dem ich auf jeden Fall auch privat spielen würde. Von daher ist das auch zu Recht eins meiner Lieblingspacks von Resource Packs 24. Und das nächste Pack ist das Fate Pack von Onkel Detlef. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Detti? Nein, Spaß. Das Ding ist, das gefällt mir auch auf jeden Fall. Ich würde es aber nicht auf so die gleiche Stufe wie das Pack von Proxy beschreiben. Aber trotzdem hat es echt ganz gute Aspekte. Zum Beispiel die Herzen und die Hungerbalken erfüllen diesen Fade-Look.
So, die Armorbars passen nicht so ganz dazu. Das Auswahlfenster fittet dann dadurch, also die Hotbar fittet durch das Auswahlfenster dann auch zum Theme. Die Schwerter finde ich halt, ja, okay. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, außer halt das Dia-Schwert. Ich hätte an deiner Stelle ruhig alles so in dem Fail-Theme trotzdem gemacht, weil das Dia-Schwert hebt sich halt irgendwie ein bisschen zu sehr dann von den anderen Schwertern ab. Also ich mag die halt irgendwie auch, also ich könnte mit so Dingern auch geil spielen. Nur macht doch ruhig alle ein bisschen aufwendiger, genauso wie das Dia-Schwert. Dann FNS. Ja gut, sieht aus wie so eine krumme Banane, aber trotzdem ganz nice. Mit einem Fade-Feuer finde ich auch cool. Natürlich auch in Low. Bogen. Hättest du eigentlich dann auch ruhig einen Fade-Look machen können. Und die Rod ist, ja, normal. So, das Inventory. Diesen schwarzen Untergrund mit diesen grauen Auswahlfenstern, das hat man schon in mehreren Packs gesehen. Das ist halt auch nicht direkt von dir, aber das ist halt auch nicht so krass aufwendig. Nur mit dem Schriftzug sieht es eigentlich ganz nice aus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt von dir ist, weil ich kann es nicht mal richtig lesen. Ist ja auch egal. Ansonsten, ich habe mal ganz kurz die Particle Bitch Bag geholt. Da guckt sie schon. So, blaue. Und wir haben es auch gerade schon gesehen, so blaue, rote Kreise. Okay, hättest du eigentlich auch orange-rot machen können, ruhig. So, aber das finde ich zum Beispiel auch cool, den Jerpel. Der ist echt cool in dem Fade-Theme. Und die Suppe sieht irgendwie auch crazy aus. Irgendwie so ein bisschen mutiert. Aber auch die Enderpearl. Also ich finde halt die Texturen, die halt wirklich mit dem Fade-Look so kombiniert sind, die sehen halt auch wirklich voll nice aus. Und deswegen kannst du das ruhig komplett durch das ganze Pack mal machen. Finde ich halt echt an sich voll nice. Du kannst das Pack auf jeden Fall noch verbessern. Zum Beispiel auch in der Rüstung. Da sieht man zum Beispiel, die Hose hat den Fade-Theme. Aber, ja, eigentlich, wenn es, vielleicht wird es dann zu bunt, wenn es überall ist. Aber ansonsten, die Blöcke hast du halt auch bearbeitet. So, dunklere Erde. Nur guck mal, in der Landschaft sieht es halt ein bisschen komisch aus, weil der Stone ist halt, der musste auf einer Helligkeitsstufe sein. So, damit es halt ein bisschen zusammenpasst. Da muss man halt so gucken, ob die Blöcke halt alle gut zusammen aussehen. Ich finde die hier geil, die Holzblöcke. Und die Logs sehen auch nice aus. Finde ich auch cool. So, ansonsten Cobblestone. Die Erze, jo, nice. Ich denke mal, das ist dir. Dann ist es auch voll cool. Also an sich gefällt mir das Pack. Aber ich denke mal, wenn du das vielleicht nochmal updatest und vielleicht noch ein bisschen mehr bearbeitest, kann es auf jeden Fall viel besser aussehen. Und ja, das sind meine zwei mit Lieblingspacks. Ich will nochmal ganz kurz betonen, dass ich mir nicht alle Packs auf der Seite angeguckt habe. Also ihr sollt jetzt nicht böse auf mich sein, falls ich das gesagt habe und euer Pack nicht gesehen habe, was vielleicht mega krass aussieht. Ich habe mir nur ein paar angeguckt, fand das von Poxy richtig geil. Und das Fade-Pack finde ich halt auch gut. Aber ich finde, das ist ein Pack, wo es halt wichtig ist, ihm Bescheid zu sagen, dass er das noch verbessern kann, damit es halt noch besser wird, weil da ist halt Potenzial drin. Aber es soll nicht heißen, dass diese beiden Packs besser sind als alles andere. So, ich will jetzt nur nicht, dass ihr mad werdet. Auf Resource Packs 24, checkt die Seite ab. Ich mache das auch Patrick zuliebe, ganz ehrlich, weil ich die Seite halt auch wirklich gut finde und die Idee dahinter auch gerne supporte. Und es halt letzten Endes für die Serie auch ganz praktisch ist, weil warum solltet ihr die da nicht hochladen? Es ist einfacher für mich, ihr müsst keine E-Mail schreiben. Und ich kann dann einfach direkt in die SMYP-Section reingehen und kann sehen, was für Packs da hochgeladen wurden. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und lasst mich wissen, wenn ihr wieder ein paar mehr Videos bezüglich Packs sehen wollt oder ob ihr in Zukunft in SMYP nur Packs sehen wollt, die mir auch gut gefallen, sodass ihr halt die Packs halt auch für euch privat benutzen könnt. Also wie ihr das wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Oder heute streame ich auch, heute Abend. Nicht vergessen, heute Abend wird wieder gestreamt. Wahrscheinlich auch ein UHC. Deswegen schaltet ein. Bis nachher, haut rein und ciao.